Ja, hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir sind ja angehalten, Online-Lehre zu machen. Wir sind jetzt in der ersten Lehrwoche des Jahres 2022. Ich bin Martin Schröder und ich nehme diese Vorlesung dann mal von zu Hause aus auf, weil es eben ja derzeit zu gefährlich ist, in die Uni zu gehen aufgrund der pandemischen Situation. Es geht heute also um die 9. Sitzung, die ich Mesosoziologie genannt habe. Es geht also um Organisationen und das bedeutet, wir fragen uns, wie Unternehmen funktionieren. Wir haben bisher Klassiker und individuelle Grundzüge menschlichen Handelns in der Wirtschaft durchgenommen. Mit Klassiker meine ich natürlich die Klassiker, die großen Theoretiker der Wirtschaftssoziologie. Und wir wollen heute verstehen, ja, wie Unternehmen funktionieren. Das ist eben neben der Frage, wie individuelles Handeln funktioniert, ein zweites großes Thema in der Wirtschaftssoziologie. Und wir werden dazu heute erstens die Frage beantworten, was sind überhaupt Unternehmen und warum kann man nicht das, was in Unternehmen gemacht wird, einfach über den Markt abwickeln. Wir schauen uns dann zweitens die Frage an, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen. Wir schauen uns drittens die Frage an, wie Unternehmen mit ihrem Umfeld umgehen. Und wir schauen uns, was besonders Studierende interessiert, das Thema Corporate Social Responsibility an. So, das heißt, wir fangen mal an. Und dazu müssen wir erstmal die ganz grundlegende Frage klären, was sind Unternehmen überhaupt? Was ist der Zweck von Unternehmen? Und der grundlegende Text dazu ist The Nature of the Firm von Ronald Coase 1937. Und in diesem Text stellt er die Frage, warum wird eigentlich so viel in Unternehmen erledigt statt auf dem Markt? Ja, also man könnte sich doch für jede Aufgabe auf dem Markt einfach jemanden suchen, der das eben am billigsten erledigt. Und die Antwort darauf ist, dass der grundlegende Unterschied von Unternehmen zum Markt ist, dass in Unternehmen über den Mechanismus der Autorität statt über den Mechanismus des Preises gehandelt werden kann. Das heißt, innerhalb von Unternehmen sind Menschen durch einen Arbeitsvertrag auf ihre Arbeit festgelegt. Ja? Also ich muss in einem Unternehmen machen, was der andere will, konkret was mein Chef will, weil diese andere Person Macht über mich hat. Ja? Ich kann kündigen, aber ansonsten muss ich eben das machen, was mein Chef gerne von mir hätte im Rahmen dessen, was der Arbeitsvertrag festhält. Das heißt, ich kann nicht jedes Mal, weder ich als Arbeitnehmer noch mein Chef als Arbeitgeber, kann jedes Mal sich das beste Marktangebot raussuchen, sondern wir sind sozusagen aneinander gebunden. Und die Folge davon ist, die positive Folge davon ist, dass sogenannte Transaktionskosten niedriger sind. Und Transaktionskosten sollte Ihnen ein Begriff sein, zumindest heute nach der Sitzung. Transaktionskosten sind die Kosten, die nicht direkt für den Kauf eines Gutes entstehen, also nicht für den Kauf an sich, sondern die durch die Transaktion entstehen, also weil Sie sich beispielsweise das beste Angebot raussuchen müssen. Denken Sie ganz einfach daran, was weiß ich, Sie kaufen sich eine Pfanne und die Kosten für die Pfanne, die sind eben das, was die Pfanne kostet. Vielleicht kostet die 30 Euro. Und die Transaktionskosten sind die Kosten für die Suche. Ja, Sie müssen im Internet nach einer Pfanne suchen oder Sie müssen in die Stadt gehen und Geschäfte abklappern. Das sind eben die Transaktionskosten, also die Kosten, die durch die Transaktion entstehen. Bis dahin, dass Sie, was weiß ich, vielleicht zum Geldautomaten gehen müssen und Geld abheben müssen, um sich die Pfanne kaufen zu können. Ja? Und Unternehmen senken diese Transaktionskosten. Denn in einem Unternehmen muss ich nicht immer wieder neu überlegen, wo ich einkaufe, sondern ich bin in konstanten, festgelegten Transaktionen. Also einer sagt, was man machen soll und der andere muss es machen. Was also ist ein Unternehmen? Dazu schauen wir uns jetzt mal einen der vielen Slides an, die ich Ihnen ja immer wieder zeige. Also Unternehmen sind ein impliziter Vertrag zwischen Menschen mit unterschiedlicher Risikotoleranz. Das ist hier ein ganz berühmtes Zitat von Frank Knight. Ein Unternehmen ist the system under which the confident and venturesome assume the risk or insure the doubtful and timid,
by guaranteeing to the latter a specified income in return for an assignment of the actual results. With human nature as we know it, it would be impractical or very unusual for one man to guarantee to another the definite result of the latter's actions without being given power to direct his work. And on the other hand, the second party would not place himself under the direction of the first without such guarantee. The result of this manifold specialization of function is the enterprise and wage system of industry. Its existence in the world is the direct result of the fact of uncertainty. Was also sind Unternehmen? Das Argument hier ist, dass es einige gibt, die gut mit Risiko oder sogar Ungewissheit leben können. Also ich weiß einfach nicht, was in der Zukunft passieren wird. Und das sind die Unternehmer. Und diese Unternehmer lassen eben diejenigen, die nicht so gut mit Risiko leben können, das sind die Arbeitnehmer, nicht die Arbeitgeber, für sich arbeiten. Die Arbeitnehmer, die Sorgen vor Risiko haben, vor Ungewissheit, wollen Stabilität und die kriegen sie auch. Sie kriegen eben jeden Monat einen bestimmten vorher festgelegten Lohngehalt überwiesen. Aber weil sie eben nicht bereit sind, Ungewissheit, Risiko zu akzeptieren, kriegen sie im Durchschnitt auch nicht so viel, wie die Unternehmer kriegen. Das heißt, die Unternehmer haben Ideen, die sie nicht alleine durchsetzen können und deswegen brauchen sie Leute, die für sie arbeiten. Und dadurch, weil die Unternehmer dadurch auch ein Risiko eingehen, kriegen die Unternehmer oft mehr Geld, gehen aber eben auch das höhere Risiko ein, alles zu verlieren. Das heißt, ein Unternehmen ist in diesem Sinne ein Vertrag zwischen Unternehmern, die für ein höheres Durchschnittseinkommen bereit sind, mehr Risiko, mehr Ungewissheit einzugehen, und Arbeitnehmern, die für ein stabileres Einkommen auf ein höheres Einkommen verzichten. Ja, also es ist ein Vertrag zwischen denen, die gut mit Unsicherheit klarkommen und denen, die nicht so gut mit Unsicherheit klarkommen. Und die Mutigen sind sozusagen in dieser Idee, klassischen Idee von Frank Knight 1921, die Unternehmer. Und die Vorsichtigen sind eben die Arbeitnehmer. So, und weil man unterstellt, dass die Arbeitnehmer Stabilität bekommen, wohingegen die Unternehmer das Risiko tragen, regen sich eben auch alle so auf, wenn Unternehmen staatlich gerettet werden, die schlecht gewirtschaftet haben. Denn die Idee hinter Unternehmen ist natürlich auch, dass sie auch ihr unternehmerisches Risiko tragen müssen. Wohingegen, das ist eben die Idee, Arbeitnehmer, ja, bis zu einem gewissen Grad, ein Unternehmen kann natürlich auch insolvent sein, dann kann es irgendwann seine Arbeitnehmer auch nicht mehr bezahlen, aber einen geschützten Arbeitsplatz haben sollten. Ja? Das ist erstmal eine ganz grundlegende, klassische Konzeption, was ein Unternehmen ist. Wie sich das jetzt zum Beispiel im Laufe der Zeit geändert hat, das wäre dann zum Beispiel eine klassische Hausarbeit, die man darüber schreiben könnte. Und die interessante Frage ist jetzt natürlich, wo hört das Unternehmen auf und wo fängt der Markt an? Und da gibt es ein klassisches weiteres Zitat zu, das ist dieses hier. Also, a firm will tend to expand until the costs of organizing an extra transaction within the firm become equal to the costs of carrying out the same transaction by means of an exchange on the open market. Das heißt, Firmen wachsen so lange immer weiter, wie es günstiger ist, etwas in der Firma zu erledigen, weil man Transaktionskosten spart, als es auf dem freien Markt zu erledigen, wo die Transaktionskosten höher sind, aber die Kosten für die Güter an sich sozusagen, für das, wonach man sucht, kann auch eine Dienstleistung sein, an sich niedriger sind, eben weil ich mir immer das beste Angebot raussuchen kann. Und stellen Sie sich das jetzt mal ganz praktisch vor, sollte zum Beispiel die Uni Marburg, wo wir hier sind, jemanden anstellen, der die Fenster putzt. Ja, sollte die Uni Marburg jemand auf der Gehaltsliste haben, eine Fensterputzerin, oder sollte sie diese Leistung auf dem Markt einkaufen? Und wichtig hier ist, wo sind die Transaktionskosten höher? Also wir können ja mal die Vorteile und die Nachteile durchgehen. Der Nachteil am Markt wäre eben, dass ich immer wieder die Bedingungen aushandeln muss. Ja, ich muss immer wieder gucken, ach, jetzt muss ich schon wieder wen Neues suchen, der meine Fenster putzt. Ist die neue Person denn auch wirklich günstiger oder ist die vielleicht sogar teurer? Das kostet einfach Zeit.
Der Vorteil vom Markt ist natürlich, dass ich vielleicht wirklich wen finde, der es günstiger macht. Das ist vielleicht schlecht für die Person, wenn die dann weniger verdient, aber es kann auch gut für uns beide sein, wenn die Person einfach besonders effizient ist oder ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das bei Fensterputzen ist, aber eine bessere Methode hat, die Fenster zu putzen, ja, so dass sie trotzdem mehr verdienen kann und ich trotzdem weniger bezahle. Also das effizienteste Angebot oder einfach das günstigste Angebot kann sich dann durchsetzen. Das ist der Vorteil vom Markt. Aber wie gesagt, es ist auch stressig, weil ich muss eben immer wieder neu suchen sozusagen. Und aus dieser Überlegung heraus, also was wiegt mehr? Wiegt es mehr, die bessere oder günstigste Person immer wieder zu finden, oder wiegt es mehr, dass ich Transaktionskosten sparen kann? Aus dieser Überlegung heraus können wir jetzt verstehen, unter welchen Umständen etwas in einem Unternehmen erledigt wird, statt auf dem freien Markt. Und die Person, die die Bedingungen dazu sehr einflussreich formuliert hat, das war der Nobelpreisträger Oliver Williamson in seinem Buch 1975 Markets and Hierarchies. Und Oliver Williamson hat diese Kriterien festgelegt, wann man etwas eher in einem Unternehmen herstellt statt auf dem Markt. Erstmal, wenn es um wiederholte Transaktionen geht, also wenn dieselbe Arbeit immer wieder gemacht werden muss. Ja, Sie können sich das vorstellen, Sie kommen morgens zur Arbeit und da liegt ein Stapel Arbeit und der ist so mehr oder weniger immer wieder zu erledigen. Ja, also auch ich muss ja beispielsweise immer wieder studentische Hausarbeiten korrigieren, bestimmte Kurse halten, ja, auch Papers schreiben, also bei sich wiederholender Arbeit sozusagen. Zweitens ist es wichtig, dass, das war jetzt der dritte Punkt, ich habe hier eine etwas andere Reihenfolge. Zweitens, dass Kontrolle wichtig ist. Ja, also hier der vierte Punkt. Macht jemand gute Arbeit? Wenn es wichtig ist, dass ich jemanden kontrollieren kann, dann ist es eben auch sinnvoller, dass das in einem Unternehmen passiert, einfach weil in einem Arbeit die Kontrolle, in einem Unternehmen die Kontrolle besser stattfinden kann. Dann drittens, bei mir drittens, ich habe hier leider eine andere Reihenfolge, wenn die Vertragsbedingungen schwer festzuhalten sind, also hier der erste Punkt, wenn ich gar nicht genau sagen kann, was genau zu erledigen ist, ja, wenn ich jetzt einfach nur sage, bitte arbeite für mich und ich gar nicht so genau weiß, was da denn passieren soll. Und viertens, hier zweitens, ich weiß nicht, warum es auf meinen Notizen hier und auf dem Slide eine andere Reihenfolge hat, wenn spezielle Qualifikationen nötig sind. Und das ist eigentlich ganz logisch. Also wenn ich eine Arbeit habe, für die man eine bestimmte spezielle Fähigkeit braucht. Ja? Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel mal eine Kindergärtnerin im Kindergarten oder eine Fensterputzerin anhand dieser Kriterien gegenüber. Warum kann man die Fensterputzerin oft auf dem Markt einkaufen, aber warum sagt kaum eine Kindertagesstätte, ja super, immer wenn wir eine Erzieherin brauchen, dann suchen wir tagtäglich neu irgendeine selbstständige Arbeitskraft, die das macht. Ja, und das können Sie jetzt mal an diesen Kriterien durchgehen. Also lohnt es sich, anhand dieser Kriterien jemanden anzustellen oder sollte man die Leistung einkaufen? Und da sehen Sie zum Beispiel, dass wenn es jetzt darum geht, sich um Kinder zu kümmern, ja, das wahrscheinlich sehr viel schwieriger ist, das tagtäglich neu auf dem Markt einzukaufen, als wie wenn Fenster geputzt werden. Ja? Sie können die Vertragsbedingungen schwer festhalten, was genau mit den Kindern zu erledigen ist. Sie müssen so und so oft auf den Spielplatz und so weiter. Die Qualifikationen sind wahrscheinlich spezieller, wenn Sie sich um Kinder kümmern wollen. Also Fenster putzen würde ich jetzt mal behaupten, kann man relativ schnell lernen, sich um Kinder zu kümmern, wahrscheinlich nicht. Die Arbeit muss eben immer wieder gemacht werden, ne? Also das ist dann eher in einem Unternehmen. Das wird wahrscheinlich mit dem Fensterputzen auch funktionieren in diesem konkreten Fall, aber die Kinder kommen eben jeden Morgen. Um die muss man sich immer wieder kümmern. Da wird es wenig Sinn machen, wenn man immer wieder
eine neue Erzieherin oder einen neuen Erzieher anstellt. Und natürlich kann ich vielleicht das Ganze auch besser kontrollieren. Also wenn es immer wieder derselbe Kindergarten ist, dann kann ich auch immer wieder schauen, macht die Erzieherin denn hier auch gute Arbeit. Und dieser Oliver Williamson, wie der als Ökonom so ist, der hat eben diese Annahme hier, dass Menschen Interest Seeking with Guile betreiben. Also Leute versuchen sozusagen listig das Beste für sich rauszuholen und beispielsweise gar nicht oder wenig zu arbeiten. Aber in einem Unternehmen ist das schwerer möglich, weil ich sie da eben besser kontrollieren kann. Also es geht sozusagen darum, dass die Leute immer probieren, das Beste für sich rauszuholen und dass ja auch Arbeit vermeiden. Das ist eben schwieriger in einem Unternehmen als beispielsweise, wenn Sie nur jemanden anstellen, den Sie danach vielleicht auch nie wieder haben. Und wenn Sie jetzt diese Checkliste einmal durchgehen, also diese Annahme müssen Sie nicht teilen, ne? Das ist ja immer so, aber wenn Sie jetzt diese Checkliste durchgehen, dann haben Sie einen Anhaltspunkt, wann es Sinn macht, etwas im Unternehmen zu erledigen. Und die Frage ist eben immer, sind die Transaktionskosten so viel niedriger, dass es sich lohnt, gerade nicht jedes Mal das beste Angebot rauszusuchen. Sie können sich darum Unternehmen sozusagen wie Inseln der Koordination auf einem Meer von Marktbeziehungen vorstellen. Also generell sucht sich immer jeder das beste Angebot, aber in Unternehmen ist eben dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt, weil man einfach nicht immer die Zeit hat, sich jedes Mal das beste Angebot rauszusuchen. Und umso unpraktischer es ist, sich jedes Mal das beste Angebot rauszusuchen, umso größer ist eben umgekehrt der Vorteil von Unternehmen. Ja, das also zu der Frage, was Unternehmen überhaupt sind und warum es sie gibt. Und jetzt schauen wir mal an, wie man den Umgang von Unternehmen mit ihren eigenen Mitarbeitern konzeptualisieren kann. Und das wichtigste Problem von Unternehmen in den Beziehungen zu ihren Mitarbeitern ist das sogenannte Principal-Agent-Problem. Was ist das und warum heißt das so? Die Idee hinter dem Principal-Agent-Problem ist, dass ich, der Principal, also der Chef, dich, den Agenten, beauftrage, etwas für mich zu tun. Das Problem daran ist aber, dass du ein Interesse daran hast, deine eigenen Ziele zu verfolgen und nicht meine. Ja, also ich als Auftraggeber, Principal, beauftrage dich als Agent, Agent, etwas zu tun. Ja, aber du willst eben nicht unbedingt das, was ich will. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das lösen? Und das heißt eben konkret für Unternehmen, wie können Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens erstmal natürlich andere Ziele als die Unternehmensziele haben, aber dann irgendwie ihre Ziele auf die Ziele des Unternehmens ausrichten. Und dieses Problem stellt sich einmal bei den Managern, die sozusagen selber das Unternehmen lenken. Und einmal natürlich auch bei normalen Arbeitnehmern, die ja einfach nur sozusagen Anweisungen folgen. Und bei Managern gibt es eine bestimmte Lösung, bei Arbeitnehmern gibt es eine andere Lösung. Gehen wir das Principal-Agent-Problem erstmal bei Managern durch. Also wie motivieren Unternehmen Manager? Das Principal-Agent-Problem für Manager tritt immer nur dann auf, wenn ein Unternehmen nicht inhabergeführt ist. Ja, also wenn diejenige Person, die das Unternehmen leitet, auch diejenige Person ist, der das Unternehmen gehört, dann gibt es keinen Principal, der den Agent beauftragt, also der Unternehmensinhaber, der den Manager beauftragt, sondern dann fällt das beides in eine Person. Das Problem ist aber immer, wenn der Inhaber, das können Aktienhalter sein, das kann Familienunternehmerin oder ein Familienunternehmer sein, jemandem sagt, leite du jetzt bitte mein Unternehmen. Und das Problem, das dann entsteht, ist, dass dieser Manager oder diese Managerin eben nicht per se ein Interesse daran hat, den Gewinn für denjenigen zu maximieren, dem das Unternehmen gehört. Ja, Manager können viel mehr ihr eigenes Gehalt steigern wollen als den Wert der Firma. Es ist ja auch denkbar, dass ein Manager sich lieber mit den Arbeitnehmern gut verstehen will, statt den Wert der Firma zu erhöhen. Vielleicht wollen manche Manager auch lieber sozusagen eine Firma kontrollieren, sich ein Imperium aufbauen, statt den Wert für die Aktienhalter zu oder die Inhaber zu maximieren. Und was kann man da machen? Und die Antwort darauf kam von Michael Jensen und William Meckling in einem Aufsatz von 1976.
Und der Aufsatz heißt Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure im Journal of Financial Economics. Die beiden, Jensen und Meckling, haben sich überlegt, ach ja, es gibt doch eine ganz einfache Lösung. Man bezahlt die Manager des Unternehmens einfach mit Aktien des Unternehmens. Also man macht die Managern zu Inhaber. Wozu führt das? Das führt dazu, dass die Manager genauso wie die Inhaber eines Unternehmens ein Interesse daran haben, den Unternehmenswert zu steigern. Problem hier ist jedoch, da haben wir schon drüber geredet, das sogenannte Crowding out intrinsischer Motivation. Also denken Sie an letzte Stunde, wenn ich sage, ich bezahle dir mehr für deine Leistung, dann kann sozusagen das Interesse der Bezahlung stärker werden als das Interesse intrinsisch von mir heraus, möglichst gut das Unternehmen zu leiten. Ja? Das zumindest kann eine Gefahr sein. Und bei Arbeitnehmern stellt sich das Problem etwas anders. Hier gibt es das Principal-Agent-Problem nicht, oder hier kann man das Principal-Agent-Problem nicht dadurch lösen, dass sich die Arbeitnehmer am Unternehmen beteiligen, weil sie dafür, zumindest bei nicht ganz kleinen Unternehmen, einen zu geringen Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Der Arbeitnehmer würde also immer sagen, ja toll, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt am Unternehmen beteiligt bin? Ich bin ja nur, sagen wir mal, einer von mir aus 1000 Arbeitnehmern. Das heißt, wenn ich mich jetzt besonders stark anstrenge, die anderen 999 das aber nicht mache, dann beeinflusse ich ja nur ein Promille der Unternehmensperformance. Ja, also zu sagen, wir beteiligen dich am Unternehmenswert, bringt wenig, wenn ich viele Arbeitnehmer habe, weil natürlich jeder einzelne Arbeitnehmer immer nur extrem wenig beitragen kann dazu, wie gut es in dem Unternehmen läuft. Ja? Sie können da auch an das Kollektivgutspiel denken, das wir letzte Übung gespielt haben. Das war auch so, dass jeder etwas beiträgt und umso mehr sie beitragen, umso mehr bekommt die gesamte Gruppe. Aber individuell rational war es eben nicht besonders viel beizutragen, sondern von den Beiträgen der anderen Arbeitnehmer wäre es in dem Fall zu leben, also sozusagen selber gar nicht so viel beizutragen und dafür dann aber was davon zu haben, dass alle anderen beigetragen haben. Das heißt, diese Idee, ich beteilige die einfach am Unternehmenswert und dadurch motiviere ich sie dann auch automatisch, das ist in dem Fall eben tatsächlich schwierig. Was kann man dann machen? Also wie kriegt man die Arbeitnehmer zum Arbeiten, wenn man sie nicht einfach am Unternehmenserfolg beteiligen kann? Und was ich da wirklich ganz gut finde, war ein Aufsatz von Johannes Berger aus der Zeitschrift für Soziologie 1995 mit dem Titel Warum arbeiten die Arbeiter? Neomarxistische und neo-durkheimische Erklärung. Und er sagt, dass es drei Erklärungen gibt, die man auf Weber, Marx und Durkheim zurückführen kann. Eine Erklärung ist erstmal, dass die Arbeitnehmer ja arbeiten wollen. Also denken Sie an Webers protestantische Ethik. Die Leute wollen eben im Kapitalismus das Gefühl haben, produktiv zu sein. Ob und wann und wie viel ich beispielsweise als Professor arbeite, kontrolliert in der Regel niemand direkt. Ja? Also alles basiert darauf, dass ich arbeiten will. Und das klappt eben auch ganz gut. Also das ist das Max-Weber-Argument. Und das gilt eben nicht nur für in Anführungsstrichen hochqualifizierte Berufe, sondern auch niedrig qualifizierte Menschen wollen in Anführungsstrichen arbeiten. Da gibt es übrigens ganz interessantes Buch zu von Michel Lamont aus dem Jahr 2000, The Dignity of Working Men. Und sie fragt sich eben genau, warum arbeiten auch die Menschen, die eigentlich, würde man erstmal sagen, ja, keine besonders angenehmen Jobs haben. Und Michel Lamont zeigt in Interviews, dass gerade niedrig qualifizierte Männer mit nicht so tollen Jobs die Weltsicht haben, dass sie besonders männlich sozusagen sind, weil sie in einer rauen Welt um 6 Uhr morgens bei minus 10 Grad und Schnee trotzdem jeden Tag aufstehen und für ihre Familie sorgen, für ihre Familie Geld ranschaffen. Das hört sich erstmal toll an, das hat auch ein paar negative Aspekte, denn nach unten grenzen sich diese Menschen damit natürlich dann auch ganz stark gegen Leute ab,
die nicht arbeiten, sondern beispielsweise Sozialhilfe in Deutschland, würde man sagen, Hartz IV beziehen. Also Sie sehen, auch niedrig qualifizierte Menschen wollen arbeiten und ziehen daraus sozusagen Selbstwert. Das ist so, könnte man sagen, das Max-Weber-Argument. Also Leute wollen arbeiten, sie müssen aber auch arbeiten. Das ist der zweite Punkt. Und zu dem Argument, dass die Arbeitnehmer arbeiten müssen, können Sie sich natürlich an die Marx-Sitzung zurückerinnern, wo ja ganz einfach das Argument auch ist, dass die Menschen zum Arbeiten gezwungen und dabei auch kontrolliert werden. Und das gilt vielleicht umso mehr für besonders niedrig qualifizierte Jobs. Und der dritte Punkt, der auf Durkheim zurückgeht, ist, dass die Arbeitnehmer arbeiten sollen. Und das eben nicht nur, weil die Not sie dazu zwingt, das wäre Marx, und auch nicht nur, weil sie arbeiten wollen, das wäre Weber, sondern weil sie in sich selbst den ursprünglich externen, dann aber selbst internalisierten Drang verspüren, eben einem impliziten Vertrag zu entsprechen. Also die Arbeitnehmer selbst finden, dass sie arbeiten sollten, auch wenn sie das teils selbst oder anfänglich anders sahen. Ja? Sie kennen das an sich selber. Also sie haben das Gefühl, oh, ich sollte meine Hausarbeit schreiben oder ich sollte vielleicht meinen Nebenjob machen, aber irgendwie merke ich, was anderes in mir sagt nein. Also das ist Durkheims sozusagen doppelseitige Konzeption von Moral. Und erinnern Sie sich daran, was Sie von Durkheim zum impliziten Vertrag gelernt haben. Dieser implizite Vertrag zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bedeutet eben, dass Arbeitnehmer in der Regel mehr machen als das, was ihr Arbeitsvertrag vorsieht und Arbeitgeber in der Regel auch jenseits des Arbeitsvertrags Rücksicht auf die Arbeitnehmer nehmen. Ja, also wenn Sie sich darunter wenig vorstellen können, ein paar Beispiele. Beamte dürfen zum Beispiel nicht streiken, Beamte dürfen aber Dienst nach Vorschrift machen. Sie erfüllen dann Arbeit genauso, wie es in Ihrem Arbeitsvertrag steht. Und wenn Sie das machen, dann funktioniert die Arbeit nicht mehr besonders gut. Ja? Wenn man also als Beamter nur so arbeiten würde, wie es der Arbeitsvertrag vorsehen würde, dann würde man seine Arbeit gar nicht mehr hinbekommen. Ja? Das heißt, Menschen arbeiten normalerweise eben nicht nur nach Vorschrift, sondern die probieren, ihre Arbeit wirklich gut zu erledigen, sozusagen aller Beamtenwitze zum Trotz. Oder ein zweites Beispiel ist, dass ich jetzt nicht meine Sekretärin die ganze Zeit frage, ob denn eine bestimmte Aufgabe in ihrem Arbeitsvertrag steht, wenn ich sie bitte, irgendwas zu machen, sondern meine Sekretärin macht in aller Regel einfach, worum ich sie bitte, und ich würde sie aber auch umgekehrt nicht um etwas bitten, das sozusagen unsittlich wäre. Also wir gucken jetzt nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Arbeitsverträgen, fällt das denn jetzt in deine Aufgabe oder nicht, sondern man weiß einfach, was sozusagen nach Sitte und Gebrauch üblich ist und danach fragt man dann und nach anderem fragt man auch nicht. Ja. Ein drittes Beispiel, das ist, dass ich und wahrscheinlich auch viele andere ihren Arbeitsvertrag nie wirklich durchgelesen haben, sondern einfach versuchen, gute Arbeit zu machen. Ja, so geht es, würde ich sagen, den meisten Arbeitnehmern. Also man macht einfach, was man für angemessen hält. Und auch die meisten Arbeitgeber werden wohl nicht erstmal nachschauen, was genau sie ihre Arbeitnehmer machen lassen können und was nicht. Das ist eben dieses Durkheimsche Argument, Menschen sollen arbeiten und fühlen sich dem auch verpflichtet. Es kommt also weniger auf das an, was tatsächlich in Arbeitsverträgen steht und vielmehr darauf, wovon man denkt, dass es moralisch angemessen ist, kann man eigentlich sagen. Ja, also Menschen orientieren sich an herrschenden Sitten, an Moral, statt an dem formaljuristischen, was eben in Arbeitsverträgen steht. Also merken Sie sich diese drei Gründe, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu bekommen zu arbeiten. Menschen wollen laut Weber arbeiten, sie müssen laut Marx arbeiten und sie sollen laut Durkheim gemäß der Moralvorstellung ihrer Gesellschaft arbeiten. Und diese Moralvorstellung haben sie dann eben selbst internalisiert. Übrigens gibt es ganz interessante Studien, wenn man Leute fragt, warum sie arbeiten, dann sagen sie selbst in der Regel, dass sie die guten und schlechten, vor allem natürlich die guten sozialen Beziehungen auf der Arbeit motivieren und die schlechten sie demotivieren. Das heißt, für Menschen selber auf einer ganz praktischen Ebene scheint unheimlich wichtig zu sein, hört sich banal an, aber verstehe ich mich eigentlich mit den Leuten, mit denen ich hier arbeite.
Ja, damit haben wir jetzt erstens mal die Frage behandelt, warum es Unternehmen überhaupt gibt, obwohl es ja einen Markt gibt, über den man Aufgaben erledigen kann. Dann haben wir zweitens die Frage geklärt, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern interagieren. Nämlich, sie haben generell das Principal-Agent-Problem und es gibt sozusagen die Marx-Sicht, sie müssen arbeiten, die Weber-Sicht, sie wollen arbeiten und die Durkheim-Sicht, sie sollen arbeiten. Und die dritte große Frage in Bezug auf Unternehmen ist, wie sie mit ihrer Außenwelt in Beziehung treten, mit anderen Unternehmen, mit der Gesellschaft um sie herum. Und darum geht es jetzt. So, ich habe mal eine kurze Pause gemacht. Ich hoffe, das hat gut funktioniert und wir können jetzt nahtlos wieder anfangen. Wie interagieren Unternehmen also mit ihrer Außenwelt? Die ökonomische Sichtweise von Friedrich August von Hayek, Sie erinnern sich, Keynes Gegenspieler ist, dass Unternehmen gerade nicht mit ihrer Umwelt interagieren müssen, zumindest nicht über das Wahrnehmen von Preisen hinaus. Also sein Argument war, dass das Schöne an der Marktwirtschaft eben gerade ist, dass Unternehmen nur auf einen einzigen Reiz aus der Außenwelt reagieren müssen. Und das sind eben Preise, die teilen den Unternehmen mit, was sie machen müssen. Dahingegen gibt es aber auch die Sichtweise des Neoinstitutionalismus. Und das ist eine, ja, soziologische Sichtweise, die von Meyer und Rowan, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, gegründet wurde. Und auch von Jeffrey Pfeffer und Gerald Zalanschik. Die haben 1978 ein Buch geschrieben mit dem Titel The External Control of Organizations, A Resource Dependence Perspective. Darin argumentieren sie, dass Unternehmen auf Ressourcen aus der sie umgebenden Gesellschaft angewiesen sind. Also weil Unternehmen etwas von der Gesellschaft brauchen, müssen sie aufpassen, dass sie gegenüber der Gesellschaft nicht als schädlich erscheinen und deswegen müssen sie darlegen, dass sie mit den Werten der Gesellschaft übereinstimmen und das eben auch über die Legalität ihrer Aktivitäten hinaus. Also es reicht nicht, dass Unternehmen sagen, hey, was wir machen, ist doch nicht illegal. Es reicht also für Unternehmen nicht, sich an Preise anzupassen, so wie Friedrich August von Hayek das sagen würde, ja. Und ganz praktisch sehen Sie das auch daran, dass die Gesellschaft Unternehmen natürlich verbieten kann, wenn die Gesellschaft Unternehmen nicht als legitim ansieht, obwohl die Unternehmen möglicherweise wirtschaftlich erfolgreich sind, ja. Beispielsweise darf kein Unternehmen Menschen verkaufen, obwohl es natürlich Gewinn erwirtschaftet, Menschen zu verkaufen oder Gewinn erwirtschaften kann. Das Gegenteil, wenn ein Unternehmen als legitim gilt, kann es dahingegen sogar egal sein, ob es wirtschaftlich erfolgreich ist. Ja, also viele Länder subventionieren ihre öffentlichen Verkehrsmittel, weil deren Aufgabe als legitim gilt. Also Leute von A nach B zu bringen, gilt als so wichtig, dass man sagt, selbst wenn Unternehmen keinen Gewinn dabei machen, müssen wir Unternehmen auch helfen, sie auch mit Steuergeldern zu bezahlen, um das zu machen. Also die Schweizer Bahn ist, soweit ich weiß, vollkommen in staatlicher Hand, ja, weil man eben sagt, es ist eine staatliche Aufgabe, dass das passiert. Das heißt dann also, Unternehmen orientieren sich nicht nur an Preisen, sondern versuchen auch gesellschaftliche Normen zu befolgen, weil sie eben Legitimität brauchen. Das Problem daran ist, dass Unternehmen gar nicht unbedingt einen Anreiz haben, wirklich so zu handeln, wie die Gesellschaft es für legitim hält, sondern sie können auch einfach so tun, als ob. Und das war das ziemlich bedeutende Argument von John Mayer und Brian Roan im Jahr 1977 in dem Aufsatz Institutionalized Organizations, Formal Structure as Myth and Ceremony im American Journal of Sociology. Und hier ist das Argument, dass Unternehmen eine formale Struktur haben, die ihnen eben Legitimität beschafft. Und diese formale, offizielle Struktur, die ist aber nur Mythos und Zeremonie. Darum der Name des Aufsatzes Institutionalized Organizations, Formal Structure as Myth and Ceremony. Und das Argument ist, dass Unternehmen in Wirklichkeit ganz anders funktionieren, als deren offizielle Struktur vermuten lässt. Und das Argument ist auch, dass sie nur funktionieren können, weil sie ganz anders funktionieren als ihre offizielle Struktur.
Denn um wirklich erfolgreich zu sein, müssen sie zwar der Gesellschaft vorspielen, deren Normen zu erfüllen, aber eigentlich natürlich auch zu probieren, möglichst viel Gewinn zu machen, selbst wenn sie das nicht tun. Und die Studie oder die Forschung dazu, was hinter formellen Institutionen wirklich in Anführungsstrichen steckt, also wie Organisationen jenseits ihrer formellen Struktur funktionieren, das untersucht der sogenannte neue Institutionalismus oder auf Englisch New Institutionalism, wo man sich sozusagen nicht die formalen Institutionen anguckt, sondern anschaut, wie etwas wirklich funktioniert. Also ein ganz konkretes Beispiel ist, dass Unternehmen offiziell so tun könnten, als ob sie Behinderte oder Frauen oder ausländische Gruppen fördern, weil sie damit legitim erscheinen wollen, es aber in Wirklichkeit überhaupt nicht tun. Oder es kann sein, dass es eine offizielle Unternehmensstruktur gibt, ja, in Wirklichkeit aber die Sekretärin den Laden schmeißt. Das ist übrigens auch der Grund, warum immer irgendwer geschäftsleitender Direktor vom Soziologieinstitut ist. In Wirklichkeit ich aber glaube, dass Markus Weber, der Studiengangskoordinator, am meisten den Durchblick hat. Zumindest ist das so, wenn ich gerade mal geschäftsleitender Direktor bin. Ja, das heißt, es gibt ein Organigramm, wer zuständig ist, und es gibt wen, der sozusagen wirklich Ahnung hat. Und das ist eben oft nicht dasselbe. Das Argument hier ist auch, dass Unternehmen beispielsweise Managementmethoden mitmachen, weil das der letzte Schrei ist, und sich damit Legitimität beschaffen, auch wenn diese Managementmethoden in Wirklichkeit gar nicht effizienter sind. Ja, also es gibt dann auch so Moden, dann muss alles aus dem Unternehmen ausgelagert werden, Outsourcing, dann muss alles wieder ingelagert werden, Insourcing, dann müssen alle ins Ausland gehen oder wieder zurückkommen. Das ist eben, weil man auch probiert, sich Legitimität zu beschaffen gegenüber dem, was gerade als Managementmode angesagt ist. All das schaut sich die Resource Dependency Perspective und der New Institutionalism an. Typisches Beispiel wäre natürlich auch jetzt für diesen Versuch, Legitimität zu bekommen, dass Unternehmen sagen, dass sie klimaneutral sind, obwohl sie in Wirklichkeit kaum was verändert haben. Oder was ich jetzt oft gehört habe, ist, dass Unternehmen sozusagen das, was sie sowieso schon machen, was vielleicht nicht immer ganz so toll moralisch ist, mit irgendeiner riesigen moralischen Geste aufladen, auch um junge Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zu bekommen. Also zu sagen, hier hast du Purpose, deine Arbeit hier macht wirklich Sinn. Ja, das ist eben der Versuch, Legitimität aus der Gesellschaft zu bekommen, auch wenn man das, was man eigentlich macht, ja, da wenig mit zu tun hat. Also, wenn Sie das interessiert und wenn Sie wissen wollen, warum Unternehmen manchmal sozusagen so scheinheilig tun, dann lesen Sie die Aufsätze von Pfeffer und Salantschik oder von Meyer und Rohn. Sie sehen ja auch am Ende der Vorlesung immer noch mal die hochgeladenen Folien. Eine weitere wichtige Frage, die ich Ihnen aber noch beantworten will: Wir haben bei Dürkheim und Weber gelernt, dass Menschen erfolgreicher sind, wirtschaftlich erfolgreicher sind, wenn sie zusammenarbeiten. Wir haben aber auch bei Adam Smith gesehen, dass Märkte gerade deswegen funktionieren, weil Menschen konkurrieren. Und darum stellt sich natürlich die Frage, wann sollten Unternehmen kooperieren und wann sollten Unternehmen konkurrieren? Und diese Frage beantwortet Brian Usi in einem Aufsatz von 1997, Social Structure and Competition in Interfirm Networks, The Paradox of Embeddedness in Administrative Science Quarterly. Und Brian Usi schaut sich dazu von Textilherstellern in New York an. Sehen die anderen Hersteller immer nur als Konkurrenten oder arbeiten die auch mit anderen Unternehmen zusammen? Also sind Unternehmer beispielsweise miteinander befreundet und helfen sich gegenseitig? Und die erste Beziehung, also Konkurrenz, die nennt Usi Arms Length Ties. Also man hält sich sozusagen eine Armlänge, man sagt Stopp hier, nicht zu nah an mich ran. Man hält sich sozusagen eine Armlänge auf Entfernung. Und das machen Unternehmen, also sie halten sich gegenseitig auf Abstand und vermeiden, dass die Beziehungen von ihnen zueinander zu persönlich werden. Und andererseits stellen Unternehmen aber auch gerade Kooperationen mit anderen Unternehmen her. Sie haben sogar teilweise freundschaftliche Beziehungen zu anderen Unternehmen.
Und diese intensivere, persönlichere Kooperation, bei der Unternehmen vielleicht auch befreundet sind oder die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die nennt Brian Usi nach Marc Granovetter, den Sie ja in der ersten Sitzung kennengelernt haben, Embedded Ties, also eingebettete ja, Bindungen, Verbindungen. So, und welche Unternehmen sind jetzt erfolgreicher? Die mit Arms-Length-Ties, also mit Markt, Bindungen oder mit Marktbeziehungen, die eben gerade nicht so eng sind, oder die mit Embedded Ties, also Unternehmen, die gerade auch nicht nur marktliche Beziehungen zu anderen Unternehmen haben. Und um das herauszufinden, hat Brian Usi mit den Chefs tatsächlich verschiedener Unternehmen gesprochen. Also das ist auch wirklich, wenn Sie das mal interessiert, eine qualitative Untersuchung, die sehr gut gemacht ist. Und hier ist beispielsweise, was einer von diesen Unternehmern sagte. Also, was ist die wirtschaftliche Effizienz von Embedded Ties? Brian Usi sagt, oder er gibt wieder aus seinen Interviews, we all keep long-term relationships with our contractors, also mit den Leuten, mit denen wir Verträge haben. That's the only way you become important to them, and if you're not important, you won't get quality. Embedded Ties promote each party's commitment to exceed willingly the letter of a contract, to contribute more to the relationship than is specified, to motivate a high level of quality in production. In arm's length ties, by contrast, target outcomes must be contractually detailed at the outset, because there are no incentives to motivate positive contributions afterwards, a condition that also limits the search for and recognition of potential problems. Wenn Sie möchten, pausieren Sie das Video nochmal und schauen sich das genau an. Denn was ich hieran wirklich gut finde, ist, dass was Sie hier sehen, sozusagen Durkheims Idee in Aktion ist. Ja, ich habe Ihnen ja versprochen, wir gehen einerseits die Theoretiker durch, aber werden uns dann auch immer wieder anschauen, ja, stimmt das denn oder hat das was mit der modernen Wirtschaft zu tun, was diese Menschen vor Hunderten von Jahren teilweise gesagt haben? Bei Durkheim waren es ungefähr 100 Jahre. Und erinnern Sie sich an das, was wir über Durkheim besprochen haben, also die nicht vertraglichen Grundlagen des Vertrags. Und um genau die geht es hier. Sie haben hier also einen Unternehmensboss, der Ihnen sagt, dass er tatsächlich sein Unternehmen erfolgreicher führen kann, weil er kooperiert. Ja, Sie sehen es ja hier auf Schwarz und Weiß. Also er sagt, du musst persönliche Bindungen zu anderen Unternehmen haben, weil nur dann machen sie mehr als das, was sozusagen im Vertrag festgeschrieben ist, und nur dann produzieren sie gute Qualität, und nur dann kann man auch, nachdem man zum Beispiel jemandem was abgekauft hat, noch sagen, Moment mal, das hat aber nicht so gut funktioniert, können wir das nächstes Mal besser machen. Das heißt dann also, könnte man jetzt naiv denken, ja super, also wer mehr kooperiert und mit anderen Unternehmen freundschaftlichere Beziehungen hat, Embedded Ties, der ist erfolgreicher. Das ist eben auch falsch, denn Usis Interviews haben auch gezeigt, dass wenn Unternehmen nur solche engen Bindungen mit anderen Unternehmen haben, sie zu stark eingebettet sind und den befreundeten Unternehmen ganz einfach zu hohe Preise für ihre Produkte zahlen, was dann eben auch nicht von Vorteil ist. Was ist also am besten? Schauen Sie sich mal dazu das Zitat hier an. Also Brian Usi meint, the optimal network structure to link to is a mix of arm's length and embedded ties, because each type of tie performs different functions. Embedded ties enrich the network, while arm's length ties prevent the complete insulation of the network from market demands and new possibilities. Also die beste Netzwerkstruktur, in die ein Unternehmen eingebettet sein kann, ist einerseits formale Beziehungen zu anderen Unternehmen zu haben, damit man von Marktpreisen, also von den günstigsten Preisen profitieren kann. Und andererseits Embedded Ties, also persönliche Bindungen zu anderen Unternehmen haben kann, damit man beispielsweise an Informationen rankommt. Ja? Das heißt, Unternehmen brauchen beides. Also erstens kooperative Beziehungen mit anderen Unternehmen, denen sie trauen können. Und solche Bindungen brauchen sie, weil sie dadurch an Informationen bekommen. Und insofern es wichtig ist, auch die nicht vertraglichen Grundlagen des Vertrags zu erfüllen.
Und zweitens brauchen Unternehmen rein marktförmige Beziehungen zu anderen Unternehmen, insofern sie eben auch darauf angewiesen sind, das günstigste und beste Angebot zu bekommen, das der Markt ihnen liefern kann. Das heißt, sie müssen sich als Unternehmen immer überlegen, brauche ich Informationen und kann man Verträge schlecht spezifizieren? Dann brauchen sie Embedded Ties, also Einbettung in Unternehmensnetzwerke und persönliche Beziehungen zu anderen Unternehmen. Oder kann ich alternativ jeweils genau sagen, was das günstigste Angebot ist und brauche dieses günstigste Angebot auch? Ja, dann brauche ich Arms Length Ties, also reine Marktbeziehungen zu anderen Unternehmen. Und weil Unternehmen aber beides brauchen, kann man ihr Handeln weder dadurch erklären, dass sie immer nur nach dem besten Preis suchen, noch dadurch, dass sie immer nur an guten sozialen Beziehungen interessiert sind, sondern sie kultivieren soziale Beziehungen, um an Informationen und Kooperation zu kommen. Und sie suchen eben nach dem besten Preis, um Markteffizienz zu erreichen. So, und die Idee von Brian Usi ist, dass nur wer beides macht und je nachdem, was er braucht, macht, erfolgreich ist. Das heißt, erst mit dem richtigen Mix aus sozialen und rein ökonomischen Beziehungen sind Unternehmen am wirtschaftlich erfolgreichsten. Aber das lässt natürlich eine Frage offen, die Sie möglicherweise interessiert und sozusagen Ihr junges Studentenherz brennen lässt. Und die möchte ich jetzt am Ende noch besprechen. Haben Unternehmen eine soziale Verantwortung? Und ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, warum Unternehmen sozial verantwortlich sein sollten. Denn dass es sozusagen nett wäre, wenn Unternehmen nett sind. Ja, darüber sind wir uns sozusagen alle einig. Das muss man insofern auch nicht weiter erklären. Mir geht es deswegen darum, wieso man auch aus gutem Grund dagegen sein kann, dass Unternehmen sozial verantwortlich sein sollten. Und dieses Argument, warum Unternehmen sich nicht mit sozialer Verantwortung aufhalten sollten, das man vielleicht erstmal nicht so nachvollziehen kann, sondern ihre Profite maximieren sollten, das kommt eben von Milton Friedman, der ein Schüler von Friedrich Hayek war. Sie erinnern sich, dem Gegenspieler von Keynes. Und dieser Milton Friedman hat 1970 den Aufsatz geschrieben, "The social responsibility of business is to increase its profits." Das ist ein ganz kurzer Aufsatz, also Zeitungsartikellänge, den Sie sich auch wirklich mal gut anschauen können. Und ich würde sagen, schauen Sie sich mal in diesem Video kurz an, was Friedman sagt. Sie können das hier auch abscannen. Ich habe Ihnen einen QR-Code eingebaut. Ist auch nicht lang, es dauert ungefähr 7 Minuten und darum mache ich an der Stelle auch mal ganz kurz Pause. Gut, ich gehe davon aus, dass Sie das Video jetzt gesehen haben. Und das Argument von Milton Friedman ist ja also ganz einfach. Die Aufgabe von Unternehmen ist es, ihre Profite zu maximieren, sonst nichts. Und nicht, weil der Kapitalismus so böse und schlimm ist und sie das machen müssen, obwohl es unsozial ist, sondern sein Argument ist ja gerade, dass die Profite zu maximieren das Sozialste ist, was das Unternehmen machen kann. Ja? Um das vielleicht nochmal klar zu machen. Warum ist das so sozial? Sozial ist es für ein Unternehmen, seine Profite zu maximieren, weil dann und nur dann die Aktienhalter oder die Eigentümer des Unternehmens das bekommen, wofür sie diejenigen, die das Unternehmen leiten, beauftragt haben. Wenn Sie Aktien von einem Unternehmen kaufen oder wenn Sie sagen, was weiß ich, ich habe ja jetzt ein Unternehmen von meinen Eltern geerbt und das soll weitergeführt werden und Sie beauftragen einen Manager damit, dann sagen Sie ja in aller Regel, fahr das nicht vor die Wand, sondern sorge dafür, dass dieses Unternehmen weiterhin profitabel macht. Das heißt, das Argument ist in aller Regel, dass man beauftragt wird, als Manager vom Eigentümer ein Unternehmen profitabel sein zu lassen. Denn dann kriegen eben die Aktienhalter oder Eigentümer des Unternehmens so viel Geld wie möglich. Und das ist das ganz wichtige Argument von Milton Friedman, mit diesem Geld können Sie dann persönlich machen, was Sie wollen, was Sie gut für die Gesellschaft halten, was Sie wollen. Ja, Sie können das dann an die Kirche spenden oder an Kinder in Afrika, das ist dann egal. Aber das geht eben besser. Also Sie können sozusagen mehr Geld an die Kirche spenden oder an die armen Kinder in Afrika. Gerade wenn die Unternehmen vorher den Gewinn maximiert haben,
Denn dann und nur dann haben die Aktienhalter oder eben die Eigentümer mehr Geld, mit dem sie dann laut Milton Friedman gerne was sozial Verantwortliches machen können. Ja? Jetzt gibt es auch den anderen Fall, dass das Unternehmen etwas Soziales macht, was aber am Ende doch nur wieder den Profit steigert. Dann würde Milton Friedman sagen, ja, auch das können die Unternehmen machen, das ist dann aber keine Social Responsibility, sondern nur eine besonders schlaue Art und Weise, den Profit zu steigern. Das heißt, jeder Versuch, was Nettes zu machen, was sozial Verantwortliches zu machen, statt den Gewinn zu maximieren, solange man beim Gewinnmaximieren im Rahmen der Gesetze bleibt, ist nicht sozial verantwortlich, sondern, und das ist eben der Ausgangspunkt von seinem Aufsatz, das sozial Verantwortlichste, was Unternehmen machen können, ist eben ihre eigenen Gewinne zu maximieren. Und mit dem Geld, das daraus entsteht, können dann die Unternehmenseigner gerne machen, was sie für sozial richtig halten. Aber es ist nicht die Aufgabe der Manager, das Geld der Eigentümer zu nehmen und das dann, was weiß ich, dem lokalen Kindergarten zu spenden, der Feuerwehr oder damit Armut in Afrika zu bekämpfen. Und wenn sie es doch machen, aber es profitabel fürs Unternehmen ist, dann ist es keine Social Responsibility, sondern dann ist es wiederum auch einfach Profitmaximierung und die ist in Ordnung. So oder so, und das ist das interessante Argument von Milton Friedman, ist es niemals sozial gerecht, wenn Unternehmen etwas anderes machen, als ihren Profit zu maximieren. Umgekehrt ist das sozial gerechteste, was Unternehmen machen können, eben ihren Profit zu maximieren. So, jetzt ist natürlich auch klar, Sie müssen dieses Argument nicht mögen. Ja? Man denkt natürlich erstmal sozusagen, da ist dann Dagobert Duck und der macht irgendwas Fieses, statt die Welt zu verbessern. Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn Sie sagen, Ihnen ist dieses Argument unsympathisch. Aber, das ist auch zum Beispiel ein interessantes Thema für eine Hausarbeit, Sie können sich ja mal damit auseinandersetzen, wie man es denn kritisieren kann. Denn einfach nur zu sagen, ja, mir gefällt das Argument nicht, naja, das ist eben kein Argument, warum es sozusagen, warum er Unrecht hat. Ja? Also, das ganz grundlegende Argument von Milton Friedman ist, Social Corporate Responsibility ist immer falsch, wenn sie dazu führt, dass Unternehmen nicht ihre Gewinne maximieren, denn das sozial Verantwortlichste, was sie tun können, ist eben ihre Gewinne zu maximieren. Und umgekehrt, wenn sie das nicht machen, dann handeln sie nicht sozial verantwortlich. Okay, mit dem Video, das Sie gesehen haben, ist ja jetzt noch etwas mehr Zeit vorbei. Erstaunlicherweise, wenn ich das jetzt hier aufnehme, schaffe ich alles sehr viel schneller, als wenn ich es als Live-Vorlesung vortrage. Ich gebe Ihnen jetzt aber nochmal eine Zusammenfassung über alles, was Sie heute mitnehmen sollten. Wir haben uns eben einmal angeschaut, warum es Unternehmen überhaupt gibt. Und Unternehmen gibt es, weil es oder wenn es sinnvoller ist, eine Aufgabe in einem Unternehmen statt über den Markt zu erledigen. Und das ist eben sinnvoll, wenn eine Aufgabe immer wieder wiederholt wird, die Vertragsbedingungen nicht genau festhaltbar sind, unternehmensspezifische Qualifikationen nötig sind und man Menschen kontrollieren will oder kontrollieren muss und das in einem Unternehmen besser geht. Und wichtig, hinter all dem steht dasselbe, wo sind die Transaktionskosten höher? Wenn ich dadurch, dass ich etwas in einem Unternehmen mache, so viele Transaktionskosten einspare, dass es sich eben nicht mehr lohnt, es auf dem Markt zu machen, dann entstehen Unternehmen oder wachsen Unternehmen. Wir haben uns dann um die Frage gekümmert, wie man den Umgang von Unternehmen mit ihren Arbeitnehmern verstehen kann und haben uns dazu vor Augen geführt, dass Unternehmen immer ein Principal-Agent-Problem mit ihren Mitarbeitern, mit Managern und Arbeitnehmern haben. Das Principal-Agent-Problem, ich bin der Principal, Sie sind der Agent oder umgekehrt, der Principal beauftragt den Agent mit einer Aufgabe, sagt, mach bitte das für mich. Und dabei entstehen Probleme, weil der Agent eben nicht dieselben Interessen hat wie der Eigentümer.
Welche Lösungen gibt es dafür? Für Manager gibt es erstmal die Lösung, dass ich die ganz einfach am Unternehmen beteiligen kann. Ich kann einfach sagen, 1% des Unternehmens gehört dir. Das heißt, wenn du gute Arbeit machst, dann wächst auch das Gehalt, das du bekommst. Und wenn du nicht so gute Arbeit machst, ja, dann bekommst du halt weniger Gehalt. Da gab es auch Probleme, die werden wir uns zum Beispiel später mal anschauen. Zum Beispiel wurde das ganz praktisch so gemacht, das ist ein interessanter Aufsatz von Frank Dobbin, dass man Optionen auf Unternehmensanteile bekommen hat. Also man hat gesagt, du bekommst nicht einfach als Manager Aktien des Unternehmens, sondern du bekommst die Chance, in Zukunft Aktien des Unternehmens zum jetzigen Preis zu kaufen. Das heißt, wenn der Wert steigt, du die Aktien aber zum jetzigen günstigen Preis bekommen kannst, dann gewinnst du, aber wenn der Preis fällt, dann, weil du musst die Aktien ja nicht kaufen, verlierst du nicht. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass Manager große Risiken eingegangen sind, die dann auch zur Finanzkrise 2008 geführt haben. Also Sie sehen, es gibt auch immer wieder Probleme, wenn man sowas macht, aber die generelle Lösung für das Principal-Agent-Problem mit Managern ist einfach, ich beteilige die Manager am Unternehmen. Die Lösung, wie Unternehmen dafür sorgen, dass Arbeitnehmer arbeiten, ist komplizierter und man kann es sich zurückgehend auf die drei großen Klassiker klar machen mit Weber, aber Menschen wollen doch arbeiten, mit Marx, naja, Menschen müssen auch arbeiten, sie werden eben dazu gezwungen und Durkheim, Leute sollen auch arbeiten, sie haben eben eine ursprünglich externe Moral internalisiert, die sie dann als ein sozusagen internes Sollen, ich sollte doch was tun, arbeiten, wahrnehmen. Wir haben uns dann angeschaut, wie man die Interaktion von Unternehmen mit ihrer Außenwelt verstehen kann. Und die soziologische Antwort auf diese Frage ist, dass Unternehmen Legitimität aus der Gesellschaft brauchen und dafür auch etwas machen können, was wirtschaftlich irrational sein kann und auch etwas machen können, woran sie sich nur scheinbar halten. Das ist eben der New Institutionalism. Wie funktionieren Organisationen tatsächlich? Und auch die Resource Dependency Perspective, also weil Unternehmen etwas aus ihrem Umfeld brauchen, sind sie bereit, sich für Legitimität an das anzupassen, was eben in der Gesellschaft als gesellschaftlich akzeptabel gilt, haben allerdings auch immer ein Interesse daran, das dann eben nur vorzuspielen. Sie haben den Unterschied von Brian Usi gesehen zwischen Embedded Ties, also sozialen Beziehungen zu anderen Unternehmen, die ich brauche, um zum Beispiel an Informationen zu kommen und wenn es ungenaue Verträge gibt, und Arms Length Ties, also Marktbeziehungen zu anderen Unternehmen, die ich brauche, um effizient zu sein. Ja, wir haben uns dann zuletzt um die Frage gekümmert, ob Unternehmen eine soziale Verantwortung haben. Und hier wollte ich Ihnen erstmal klar machen, warum man überhaupt auch argumentieren kann, dass sie das nicht haben, beziehungsweise dass sie das nur in dem Sinne haben, dass sie ihren Profit maximieren sollen, mit dem Argument von Milton Friedman, dass alles andere als Profitmaximierung immer dann problematisch ist, wenn Manager das Geld der Unternehmensinhaber ausgeben, um damit etwas Gutes zu tun. Sein grundlegendes Argument ist einfach immer, dass Manager erstmal das Geld für die Unternehmensbesitzer maximieren sollen und die Unternehmensbesitzer dann gerne damit etwas Gutes tun sollen können, ja, aber das ist nicht die Aufgabe der Manager, die das Geld, das ihnen anvertraut wurde, also das Unternehmen, das ihnen anvertraut wurde, nur verwalten, eben mit dem Ziel, Profite zu maximieren. Insofern sein Argument, dass Profite maximieren das sozial Verantwortlichste ist, was Unternehmen machen können. Gut, nächstes Mal schauen wir uns dann vergleichende Gesellschaftsanalyse an. Das ist dann Makrosoziologie. Also wir schauen uns an, welche unterschiedlichen Kapitalismusvarianten und Wohlfahrtsstaaten es gibt. Und dann werden wir mal sehen, ob es nächste Woche digital oder live analog stattfindet. Ich hoffe jedenfalls, das hat Ihnen so gut gepasst. Ich hoffe auch, dass die Qualität halbwegs gut ist. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen werden. Vielen Dank jedenfalls zum Zuhören. Hier ist auch nochmal die Literatur, können Sie ja jetzt auch kurz pausieren. Die grundlegende Argument zu den Firmen, was ist überhaupt eine Firma, von Oliver Williamson.
Und das, was ich ansonsten noch genannt habe. Gerade den Aufsatz von Milton Friedman, den können Sie sich wirklich auch mal gut einfach durchlesen. Den gibt es auch online verfügbar. Gut, dann bedanke ich mich und hoffe, dass wir uns nächste Woche sehen. Bis dann und vielen Dank.